Servus, liebe Freunde des hektischen und dramatischen Wetters. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die Gewitterlage am 3. Juni und am 4. Juni bei Ingelheim und Mainz. Gegen Nachmittag zogen vom Hunsrück aus schwere Gewitterwolken auf. Ich konnte sie oberhalb von Ingelheim an einem guten Platz beobachten. Hier seht ihr im Zeitraffer den Aufzug des Gewitters. Allerdings teilte sich das Gewitter und ein Teil zog Richtung Taunus ab, während der andere Teil in meine Richtung weiterzog, sich aber abschwächte und sich dann später wieder Richtung Frankfurt verstärkte. Am 4. Juni beobachtete ich schon am Nachmittag sehr vielversprechende Wolkenbewegungen am Himmel, hauptsächlich aus Richtung westlichen, auch Richtung West. Das Gewitter zog relativ knapp an Mainz vorbei, so konnte ich es ganz gut beobachten. Allerdings wäre es mir lieber gewesen, wenn es durch Mainz durchgezogen wäre. Oder zumindest der Abstand ein bisschen näher gewesen wäre zu Mainz. Gegen 18 Uhr fuhr ich dann mit meinem Fahrrad Richtung Universität und Mainz-Dreis. Man konnte das abziehende Gewitter noch gut beobachten und in Richtung Westen blickend konnte ich schon eine neue aufziehende Gewitterfront erkennen. Allerdings zog das Gewitter sehr langsam und so dauerte es bis etwa 8:30, bis Strukturen, die interessant sind, sichtbar wurden. Das Gewitter heute Nachmittag um 16, 17 Uhr ist leider an Mainz vorbeigezogen Richtung Taunus und hat sich dabei immer mehr verstärkt. Ich zeige euch mal gerade das abziehende Gewitter.
Da hinten sieht man Richtung Norden blickend, also das ist von Südwesten gekommen und ist jetzt nach Nordosten gezogen. Und etwa um 17 Uhr wurden dort in 10 Minuten 270 Blitze registriert. Das ist schon eine recht hohe Blitzrate. Außerdem soll es dort 3 cm Hagel gegeben haben, Starkregen und Sturmböen bis 80 Stundenkilometer. So, da hinten zieht es gerade ab. So, da hinten aus Südwesten, das ist Richtung Alzey, kommt jetzt eine Gewitterfront an und man hört schon Dauergrummeln im Hintergrund und ja, das sieht ganz vielversprechend aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Aufnahmen. Ich bin sehr gespannt, wie heftig dieses Gewitter wird. Viel Spaß!
gestern vor dem Gewitter war hier überhaupt gar kein Wasser. Es ist eigentlich eine Mulde. Und jetzt haben wir hier einen See. Also hier kam gestern ordentlich was runter. Hier ist irgendwie wie so eine Schlammlawine runtergekommen. Auch hier hat sich jetzt ein wirklich großer See gebildet. Das ist alles das Wasser, das gestern bei dem Unwetter runterkam.